Willkommen zurück. Wir sind mittlerweile bei Part 5 von Zelda Ocarina of Time und stehen hier im Moment vor welcher Tür, Alex? Vor der Tür zum Bossgegner müsste das sein. Genau. Also, wir sind hier mitten im Dungeon und es fehlt nur noch der Boss. Wir haben alle Schatztruhen eingesammelt. Das konnten wir auf der Karte sehen. Da wurden denen nämlich angezeigt. Waren in allen Räumen und haben bestimmt alle Gegner auch einmal besiegt. Ziemlich sicher, ja. Und wir haben ja am Ende vom letzten Part haben wir ja auch schon einen Tipp bekommen, wie wir hier diesen Spinnenkönig besiegen können. Und zwar sollen wir dafür die Deku-Nüsse benutzen, um ihn zu betäuben. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal rein und gucken, was passiert. Auf geht's! Mhm. Huch. Okay, die Tür ist zu. Können wir da jetzt wieder raus? Ganz unerwartet. Die Tür ist zu. Nein, nicht ganz unerwartet. Wir haben es natürlich erwartet. Uns wird hier jetzt ein ganz großer Gegner erwarten. Wir laufen erstmal hier so ein bisschen durch die Gegend. Schauen mal. Das ist auf jeden Fall eine spannende Atmosphäre hier mit Nebel auf dem Boden und dunkel. Sehr gruselig. Und irgendwas macht Geräusche. Und ist direkt hinter dir. Hast du das gesehen gerade? Nee. Irgendwie ist was hinter dir. Ich weiß nicht. Hinter mir? Ja, da ist irgendwas Schwarzes durchs Bild gelaufen. Okay. Wie in so einem klassischen Horrorfilm. Das ist. Also, wenn es nicht hier ist, ist es bestimmt an der Decke. Oha. Hast du gesehen, da hinter dir immer? Ich werde mal die Schleuder nehmen. Und gucken. Okay, mach es kaputt. Aha. Oh oh. Okay. Eieieiei. Gepanzerter Spinnenparasit Goma. Oh, 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 oh. Okay, was das ist jetzt wirklich mal eine Riesenspinne. Das kann der Spinnenkönig sein. Au! Ja. Okay. Ich übernehme hier an dieser Stelle mal. Okay. Dann visier den mal an, Link. So. Zack. Nee. Zack. Okay, man kann ihn also betäuben. Und dann haut er ein. Ja. Okay. Was macht das Vieh jetzt da? Das Auge zielen. Wie geht denn das nochmal? Was macht es denn da? Oha. Das sind bestimmt die Goma-Babys, die das kennen sind wir schon. Eier, die, genau, ja. Die kennen wir schon. Aber die kann man einfach abschießen. Ah, perfekt. Was macht er jetzt? Ach, er kommt wieder. Da ist er wieder. Na, hast du Bock auf mehr Dekonüsse? Hier. Das ist ja eine gute Taktik mit den Dekonüssen, war ja ein guter Tipp. Oh nein, jetzt habe ich ihn schon wieder entwischen lassen. Kann man den nicht zweimal hintereinander oder so? Ich weiß das nicht. So. War ne. Ach. Nicht, dass er dir hier die Eier auf den Kopf wirft. Okay, oh, verdrückt mich die ganze Zeit auch, ne? Das ist total super. Ah, okay, jetzt ins Auge. Nee, geht nicht. Okay, na gut. Oh. Ein Goma-Ei. Wenn es aufplatzt, schlüpfen bissige Goma-Babys aus. Das wollen wir gar nicht sehen. So. Oh, oha. Ausgeschlüpft. Na, komm her. Dich kriegen wir auch noch klein. Ja, die kennen wir ja schon, ne? Genau, die durften nicht so eigentlich anspringen. Ja, die waren eher nicht so. Nicht so schwach. Okay, komm runter, du Riese. Ja. Was macht der denn jetzt? Hier, friss den. Erstmal eine Dekonuss-Attacke. Schon wieder nicht. Mist. Er haut immer ab, ne? Und spuckt dann seine Eier. Das ist ja, genau. Man trifft ihn irgendwie einmal und dann. Aber uns geht's ja noch ganz gut eigentlich mit 3 Herzen. Ja, hier wachsen überall Herzen am Rand, das geht ganz gut. Oh Mist! Ich will ihn mal da oben ins Auge treffen eigentlich.
Okay, die kann man also auch einfach so, muss man gar nicht mit den Schleudernkernen machen. Zack! Nee, funktioniert nicht. Hm. Okay, so. Ob das wohl schon was gebracht hat bisher? Ja, ich schätze, wir haben schon ein bisschen Schaden gemacht. Okay, so können wir ihn nicht treffen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da. Nein, ich kann nicht nach oben ziehen. na gut, komm, gib uns deine Eier. Eins, zwei, bam. Und die drei. So. Uah. So, diesmal treffe ich aber. Ich bin fest vorgenommen jetzt. Wo bist du denn? So, fang an. Oh Mann! Schon wieder nicht. So unfassbar. So, wahrscheinlich geht das gar nicht. Und Nummer 2, genau. Vielleicht kannst du ihn einfach nur treffen, wenn er unten ist. Das wäre möglich, ja. Zack. Oh! Spritzt voll aus dem Auge raus. Total brutal hier. Das ist nichts für kleine Kinder. Nichts für kleine Kinder. Jetzt verbrennt er hier nochmal. Super. Haben wir ihn jetzt besiegt? Sieht so aus, ne? Also ich glaube, der kommt nicht wieder. Yay! So, was ist das hier für ein Kollege? Ein Riesenherz. Ein Herzcontainer. Die Energieleiste erweitert sich um ein Herz. Deine Energie wird aufgefüllt. Ah, cool. Jetzt haben wir 4 statt 3 Herzen. Ah, sehr gut. Das ist auch permanent, ne? Ich hoffe, das stark. Ja, müsste eigentlich. Und was ist das hier für ein Lichtring? Ist bestimmt gut. Ja, es schwebt uns wieder hoch. Und vielleicht war es auch ein schwerer Fehler. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Hab Dank, Mitolex. Ach, beim Dekobaum. Höre ich doch direkt an der Stimme. Na, wer soll sich da sonst bedanken? Der Dekobaum ist bestimmt total dankbar jetzt. Richtig. Du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Höre mich an. Das können wir auswählen. Nein, das ist ja cool. Ja, wir hören uns auf jeden Fall an, was er sagt, nicht wahr? Ja, machen wir. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösen, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Aha. Da hat wohl jemand den Herd angelassen. Ah, aber den kennen wir auch schon, ne? Den haben wir schon mal in einem Video gesehen. Genau, das war doch in im Albtraum von Link. Ganz am Anfang. Ja. Das Böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem Heiligen Reich ruht das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausenden von Jahren stiegen 3 Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Empor? Din, die Göttin der Kraft. Nairu, die Göttin der Weisheit. Farore, die Göttin des Mutes. Aha. Sweet. Din. Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schuf sie unsere Welt.
Nairu. Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit. Und den Himmel. Farore. Sie spendete Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins. Das ist also gerade irgendwie die Entstehungsgeschichte der Welt. Ja, scheint so, ne? Oh, auf Kollisionskurs gegangen. Als ihr Tun vollendet war, zogen die Göttinnen gen Eden. Triforce-Symbole künden noch heute von den Städten, die sie besuchten. Seither ist das Triforce ein Zeichen göttlicher Prophezeiung. Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die Macht des Triforce zu erringen. Nie darf der, der Böses in seinem Herzen trägt, das Heilige Reich betreten. Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte. Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln. Obwohl du den Fluch gebrochen hast, kommt deine Hilfe zu spät. Ich bin zum Sterben verdammt. Meine Zeit ist vorüber. Doch trauere nicht um mich. Mein Auftrag war, dich einzuweihen in die Geschehnisse um Hyrule. Du bist des Landes letzte Hoffnung. Erstmal hingesetzt zum Zuhören. Mytholex, begib dich nun zum Schloss. Suche dort die Prinzessin auf, denn sie teilt dein Schicksal. Nimm diesen Stein an dich. Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Fluch belegte. Wow. Okay. Ah, schöner Edelstein. Kann man bestimmt teuer verkaufen. Alles in Rubine investieren, sofort. Ja. Ja, den hätte ich auch genommen, wenn ich der Mann gewesen wäre, der ihn da verflucht hat. Der sieht ja schon schick aus. Der Kokiri-Smaragd. Der Dekubaum hat dir diesen heiligen Stein des Waldes anvertraut. Oh, dankeschön. Die Zukunft liegt in deinen Händen, Mytholex. Ich weiß, du hast die Kraft. Navi, hilf Mytholex, meinen letzten Willen zu verwirklichen. Ich ersuche dich, Navi. So lebt denn wohl. Oh. Das sieht nach Herbst aus. Aha. Du hast die Worte des Dekubaumes gehört. Nur du kannst Hyrule retten. Lass uns also zum Schloss aufbrechen, Mytholex. Leb wohl, weiser Dekubaum. Einfach weggelaufen. Okay. Ja gut, also wir sollen als nächstes zum Schloss. Und haben irgendwie so einen... Genau, da, den hier. Den Kokiri-Smaragd gekriegt. Und was macht der Smaragd jetzt? Ich weiß es nicht. Aber so wie wir hier mal nicht reingekommen sind, so kommen wir jetzt hier nicht raus. Wir haben doch Schwert und Schild, lass uns durch. Guck hier, Schwert, Schild, alles da. Naja. Hey, Mytholex. Was hast du getan? Der Dekubaum, ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld. Ich dachte, wir hätten ihn jetzt gerettet eigentlich, aber... Es sieht so aus, als hätten wir den Dekubaum umgebracht. Naja, gut.
Er wollte es bestimmt so, oder? Bestimmt. So, kann man hier was Neues kaufen? Ab in den Laden. Immer mal in den Laden gehen, oder? Klar. So, und ein kleiner Mann mit der Mütze, erzähl mal. Dekuschild haben wir. Dekunüsse haben wir. Dekustab haben wir. Noch mehr Dekunüsse haben wir auch. Pfeile, Herz. Ja, Pfeile können wir mal mitnehmen, oder? Dekukerne haben wir auch. Und wofür sollen wir bitte die Pfeile brauchen? Ich weiß nicht, wir können dann auf Gegner schießen oder so. Kann ich jetzt nicht kaufen. Siehst du, der Verkäufer weiß das besser, dass wir die nicht brauchen. Na gut, okay, dann gehen wir halt wieder. Wenn er kein Geld von uns haben will. So, zack, zack. Okay, hallo. Na? Was? Wo gehst du hin? Zum Schloss? Wo liegt das Schloss? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau, wo das liegt. Wo liegt denn das? Navi, erzähl mal. Also da hinten gibt's auf jeden Fall noch einen Ausgang irgendwie. Okay, sollen wir da mal hingehen? Ja. Ich lese mal, was auf dem Schild steht. Schild lesen. Die Waldbewohner sollten Kokiri nicht verlassen. Okay, ist das also der Ausgang, ja? Kokiri, die das Dorf verlassen, sind zum Sterben verdammt. Du hast doch nicht etwa vor, es auszuprobieren. Naja, ob wir das vorhaben, das werden wir in diesem Part wohl nicht mehr herausfinden, aber dafür im nächsten Part. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.